Andreas! Andreas! Hä? Möchtest du diese Pilzette trinken? Sie sind Dann müssen Sie nur mitkommen und einen Witz erzählen. Warum geht ein Henker nach der Arbeit nicht nach Hause? Weil er nur die Hinrichtung kennt. Damit hast du schon mal eine Pilzette verdient, sehr schön. Pilzette. Ich finde, Menschen, die denken, dass Sexismus nicht mehr existiert, sind genauso dumm wie Frauen. Der Arzt hat gesagt, ich soll meinen Kummer ertrinken. Aber mein Mann will nicht ins Wasser. Sagt die Frau zu ihrem arbeitslosen Mann, in der Zeitung steht, dass sie gerade einen Mann suchen, der Frauen belästigt. Wäre das nicht was für dich? Der eine Arbeitgeber zum anderen. Du, ich glaube, deine Frau betrügt uns. Hey, Sie da. Entschuldigung. Haben Sie eigentlich Kinder? Ja, wir sind eine sehr musikalische Familie. Meine Schwester ging schon bei der Geburt flöten. So, das hier hinter uns ist der Hafen von Buenos Aires. Und Phil, ich habe ein Geschenk für dich. Warum? Ich bin doof, ne? Ja, was zum Phil, ich habe ein Geschenk für dich. Was denn? Ein Frisbee. Jetzt musst du fragen, wieso. Warum? Ich weiß nicht, komm mal. Phil, ich habe ein Geschenk für dich. Machen wir nochmal. So, das hier hinter uns ist ein... Und Phil, ich habe ein Geschenk für dich. Echt was? Ein Boomerang. Ein Boomerang? Warum? Für ein Frisbee braucht man nämlich Freunde. Sagt die Frau zu Mann, Schatz, wenn du mich noch einmal küsst, dann bleibe ich für immer bei dir, sagt der Mann. Danke für die Warnung. So, das hier rundherum ist mal eine dänische U-Bahn-Station. Und ich habe hier auch noch einen Witz für euch. Und zwar sagt der eine Senior zum anderen, ich fühle mich heute wie neu geboren. Keine Haare, keine Zähne und in die Hose mache ich mir auch noch. Ein Patient geht grübelnd durch die Flure eines Krankenhauses. Krabben, Wummern, Austern. Kommt sein Arzt vorbei und sagt, nein, Herr Müller, Krebs. Schreib einfach, wenn du da bist. Schau mal, fragt ein Lehrer an den Schüler, wie viele Kontinente gibt es und wie heißen sie? Es gibt viele Kontinente und ich heiße Philipp. Kann man gelten lassen. Ich würde dir Punkte geben. Ich finde Ihre Fragen komisch. Du, sag mal, Lea, weißt du eigentlich, bin ich überfordert, warum man den Polizisten in Buenos Aires eine Schere mit in die Hand gibt? Nein. Damit sie den Verbrechern den Weg abschneiden können. Genauso wie Sie guckt der Zuschauer zu Hause auch. Was macht 7x7? Ganz fein Sand. Sehr lustig. So, das hier ist die bunte Stadt La Boca. Heute ist hier Markt und ich habe auch einen Witz für euch. Ich habe nicht vergessen, wie er ging. Das ist natürlich doof. Meine Frau und ich haben eigentlich niemals mit Kindern gerechnet. Und auf einmal, voll eins auf die Windschutzscheibe. Weißt du, sind wie Tauben, die Kinder, ne? Aber guck mal, ist das nicht schön hier? Nee, ist wirklich schön. Wisst ihr, viele Leute sagen Nein zu Drogen. Aber wenn man mit ihnen spricht, das ist doch eh schon zu spät. Ich wollte ein Bordell für Rollstuhlfahrer eröffnen, aber der Slogan Spritzen im Sitzen kam nicht so gut an. Das hier ist das Bier Live. Hier wird das Bier gelebt. Prost! Was macht ein querschnittsgelähmter im Pool? Ertrinken! Okay, was ist das? Warum sind wir hier? Wir sind jetzt bei der Western Union und holen uns neue Pesos ab. Peso-Dollar. Dieser Ort ist sehr bedeutsam für unseren Urlaub. Ja, was ist das Geile am Durchfall? Spart sich das Gleitgel. In Köln standen heute über 100 Polizeiautos vor dem Bordell. War wohl Muttertag. Auch eine Sehenswürdigkeit in Buenos Aires. Steakhäuser, ganz viele. Sag mal, was ist der Unterschied zwischen einem Vibrator und einem Penis? Es gibt keinen. Beides Fleischersatz. Zwei Homosexuelle stehen vor einem brennenden Haus und sagen, ja toll, jetzt müssen wir wieder von hinten anfangen. Sag mal, Micha, hattest du eigentlich schon mal einen Dreier? Nee, wenn ich zwei Leute gleichzeitig enttäuschen will, gehe ich mit meinen Eltern essen. Verstehe ich. Wusstet ihr, dass die Europäer in den letzten 2 Jahren mehr Bananen gegessen haben als Affen? Es wurden über 20 Milliarden Bananen verspeist. Und nur 3 Affen. Denn schon Nena hat uns damals erklärt, wie die Deutsche Bahn fährt. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Weil das war falsch, oder? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Cockslap. Ich bin auch zu müde jetzt für die Scheiße eigentlich. Zurück am Flughafen, das war's für diese Folge. Haut raus, wir sehen uns. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTuber.